Hallo und herzlich willkommen, lieber Löwe. Mein Name ist Sirut Sabine und ich möchte jetzt gerne mit dir hier schauen, was musst du noch für 2023 wissen? Ja, kurz, knapp, knackig. Was darfst du, lieber Löwe, für diese verbleibenden Tage in 2023 dir nochmal anschauen? Was ist noch wichtig für dich zu wissen? Achte bitte darauf, dass das Ganze ein kollektives Reading ist, dass nicht alles auf jeden zutreffen kann und dass ich hier eigentlich auch nur 3 Karten für dich springen lassen möchte und nicht den ganzen Stapel. Aha, es geht. Und nimm dir gerne das mit, was dir dient und alles andere, das lass einfach stehen. So, wir schauen mal. Die 4 Stäbe, das bei dir ankommen. Die 7 Schwerter, die Masken abnehmen und auf deine Intuition lauschen und vertrauen. Ja, vielleicht geht es in diesen restlichen Tagen von 2023 für dich, lieber Löwe, darum, bei dir anzukommen. Dein Fundament in dir zu spüren, dein Zuhause in dir. Was ist Zuhause für dich? Ist das ein Ort? Ist das ein Gefühl? Und wie viel von diesem Ort, von diesem Gefühl zeigst du wahrhaftig? Ich habe das Gefühl, in dir ist ein ganz anderes Bild von deinem Zuhause, wie du es ja der Welt zeigst oder dir gegenüber eingestehst. Es geht hier darum, lieber Löwe, Masken abzulegen. Und ich glaube, genau das war auch Thema der Dezember-Readings für dich, wo es darum ging, Masken abzulegen. Und das zeigt sich hier nochmal. Und dann zeigt mir aber auch das Ganze, dass es extrem wichtig für dich ist, da nochmal hinzuschauen. Was ist für dich wichtig? Die tun wir wieder rein. Habe ich gerade den Impuls bekommen. Ich möchte gerne hier zu jeder Karte eine weitere Information. Die fliegen hier wie das Donnerwetter. Eine Karte noch. Dann haben wir bei dir eine Karte mehr. Und zwar machen wir es so rum, die 2 Kelche haben wir mehr. Es geht um Partnerschaft, es geht darum, dir und einem anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, einen neuen Samen zu setzen, yes baby, Streitigkeiten beizulegen und auch ganz klare Grenzen zu ziehen und für dich hinzuspüren, was ist deine Wahrheit und genau zu dieser Wahrheit auch zu stehen. Wir haben die 7 Stäbe und die 7 Schwerter und die 5 Stäbe. Also es kann für dich sehr herausfordernd sein, hier deine Wahrheit auszusprechen, zu dir und zu deiner Wahrheit zu stehen. Es ist aber extrem wichtig für dich, da jetzt mutig zu sein, deiner Intuition zu vertrauen und dich auch nicht mehr hier durch irgendwelche Äußerlichkeiten oder auch innere Zwiegespräche oder innere Zweifel verunsichern zu lassen. Was ist deine Wahrheit über dein Fundament? Was ist dein inneres Zuhause? Und diesen Samen, den darfst du jetzt setzen, den darfst du jetzt noch mal mehr in dir aktivieren. Du bekommst hier mit dem Pagen der Münzen eine Inspiration, einen Impuls von außen, der dich noch mal tiefer schauen lässt, der dich tiefer spüren lässt, der dir hier den Weg auch öffnet, deine Masken abzulegen. Und es kann herausfordernd sein. Ja, bitte sei mutig. Du hast die Kraft hier mit den 9 Stäben. Du hast sehr viel an dir gearbeitet. Du hast die Kraft, hier zu dir zu stehen und auch deine Wahrheit, ja, für dich
zu öffnen und auch zu vertreten. Es geht auch darum, diese zwei Kelche in dir zu stabilisieren und zu vertreten. Und manchmal ist diese Energie dieser zwei Kelche nicht unbedingt die Partnerschaft oder die Seelenpartnerschaft. Manchmal geht es wirklich um die Energie von männlich und weiblich, die du in dir aktivieren darfst. Wir haben hier mit den sieben Schwertern und den fünf Stäben so ein bisschen diese männliche Aktion, diesen Kampf, dieses, ja, um dein Zuhause vielleicht auch zu kämpfen. Und wir haben hier mit der Intuition und den neun Stäben diesen Sein-Aspekt, mit dir sein, mit deinem Wissen sein, in dir zu Hause sein. Und genau dieser Same, lieber Löwe, der ist jetzt für dieses endende 2023 für dich noch wichtig. Wo trägst du da noch Masken? Wo versteckst du dich noch? Wo kämpfst du noch, anstatt hier mit dir zu sein? Wir holen uns mal hier noch eine Karte aus den Seelenbotschaften hier als Botschaft deiner Seele. Musik, ja, Musik inspiriert uns, Musik öffnet uns, öffnet dich auf einer neuen Ebene. Es geht nun um die Töne, die dich glücklich machen, die dir gut tun. Nimm dir bewusst Zeit und Raum für deine Seelenmusik und genieße sie. Das ist super genial, denn diese Seelenmusik schwingt auf energetischer Ebene und lässt dich in dir spüren, was ist wirklich für dich der Aspekt von Zuhause sein. Und da gibt es keine Kompromisse, da gibt es keine Ausflüchte, da gibt es keine Masken. Deine Intuition sagt dir direkt, was da Sache ist. Und du darfst hier für dich einstehen. Hoppala, es geht um dein Zuhause, es geht um deinen inneren Frieden. Das ist mal spannend, lieber Löwe. Und von dem her habe ich hier voll den Schluck auf, voll diese innere Wiederholung auch. Also schau für dich, was ist dein inneres Zuhause und wie kannst du das stabilisieren? Und genau das ist jetzt für dieses ausklingende 2023 noch wichtig für dich, denn das ist das Fundament für das, was da kommen möchte.